Jetzt komme ich zu Griechenland. Ich glaube, für das Linksbündnis Syriza ist das, was wir bei der Wahl erlebt haben, ein riesiger Erfolg. Und interessant sind einige zusätzliche Beobachtungen. Also, wir haben ja erlebt bei der letzten Wahl in Griechenland, dass eine stark bebilderte Zeitung ganze Seiten geschaltet hat gegen die Wahl von Syriza und was das alles bedeutet und raus aus dem Euro etc. etc. Und die Seiten wurden auch in Griechenland verteilt. Und die griechischen Zeitungen und Rundfunk- und Fernsehsender haben natürlich auch darüber berichtet, dass die Bild-Zeitung das macht. Damit wurde das verbreitet. Ich bitte Sie, sich mal einen Moment lang vorzustellen, was passieren würde, wenn griechische Zeitungen in Deutschland verteilt würden und sie alle darüber berichten müssten, wo ganzseitig aufgerufen wird, CDU, CSU nicht zu wählen. Kurz vor der Wahl. Na, da wäre aber was los. Da würden wir aber feststellen, was geht die das überhaupt an? Wie können die sich hier so in unsere Angelegenheiten einmischen? Aber die Bild-Zeitung hat das gemacht. Die Bundesregierung hat ja damals auch eine leichte Nötigung aufgebaut und hat gesagt, wenn ihr falsch wählt, dann passiert das und das. Das ist eine Einmischung von außen in eine demokratische Wahl, was nicht geht. Diesmal hat es die Bild-Zeitung unterlassen, will ich der Ehrlichkeit halber auch sagen, haben sie nicht gemacht. Aber die Regierung hat wieder so eine kleine Nötigung versucht. Und meine Erfahrung ist, zweimal funktioniert es nicht. Es hat beim ersten Mal ein bisschen funktioniert. Es gab Griechinnen und Griechen, die sich gesagt haben, nee, das Risiko wollen wir doch lieber nicht eingehen. Wählen wir anders, als wir es ursprünglich vorhatten. Wenn sie dann aber schlechte Erfahrungen machen und wenn sie dann merken, dass es ihnen täglich schlechter geht, dann funktioniert das nicht, wenn du es einfach ein zweites Mal wiederholst. Sondern ihre Reaktion war, nee, einmal haben wir den Fehler begangen, aber nicht zum zweiten Mal. Deshalb dieses sehr gute Ergebnis von Syriza. Und ich muss gleich sarkastisch hinzufügen, zum Teil verdankt der Syriza auch Frau Merkel. Aber das war nicht ihre Absicht. Und zwar durch das völlig falsche Spardiktat. Und wenn Herr Schäuble jetzt sagt, er beharrt darauf, dass die Kürzungspolitik fortgesetzt wird, möchte ich Ihnen nur ein Beispiel nennen, dass ein Drittel der Griechen inzwischen keine Krankenversicherung mehr haben. Wenn die nicht mit Bargeld erscheinen, können sie nicht behandelt werden, bekommen keine Medikamente. Ich bitte Sie, und das soll weitergehen, wo? Bis zu zwei Drittel? Welchen Verarmungsprozess wollen wir da eigentlich durchsetzen? Und ich bitte Sie, sich mal vorzustellen, wie die 60% arbeitslosen Jugendlichen inzwischen über Europa denken. Also ich möchte die gar nicht danach fragen. Ich weiß schon, was ich da für Antworten bekomme, die mir logischerweise alle nicht gefallen. Aber ich verstehe, wie es zu diesen Antworten kommt. Und deshalb sage ich, diese Wahl in Griechenland birgt die Chance für einen Neuanfang in der Europapolitik. Wir müssen eins begreifen. Wenn wir den Euro wirklich retten wollen, wenn wir wollen, dass die Menschen die europäische Integration als etwas Positives begreifen, dann müssen sie die europäische Integration mit Frieden und auch mit sozialer Wohlfahrt verbinden. Wenn Sie Europa nur mit Abbau verbinden, mit Halbierung der Löhne, der Renten, der Sozialleistungen, werden Sie dieses Europa nicht mögen und auch gar nicht mögen können. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Es gibt aber auch andere Gründe. Also 175% des Bruttoinlandsprodukts betragen jetzt die Schulden Griechenlands. Das ist überhaupt nicht bezahlbar. Das ist auch in 50 Jahren nicht bezahlbar. Das ist einfach überzogen. Nur man darf nicht vergessen, durch das Spardiktat haben sich ja die Schulden vergrößert. Es ist ja nicht rausgekommen, das, was uns immer versprochen wurde, dass dadurch die Schulden abgebaut werden. Ganz im Gegenteil, sie haben sich vergrößert. Das ist auch klar. Wenn du Löhne, wenn du Sozialleistungen, wenn du Renten reduzierst, wenn du 60% arbeitslose Jugendliche hast, dann ist natürlich das Ergebnis ein Rückgang der Kaufkraft. Ein Rückgang der Kaufkraft führt zu einem Rückgang der Binnenwirtschaft. Ein Rückgang der Binnenwirtschaft führt genauso wie die Kürzung von Löhnen zu geringeren Steuereinnahmen. Punkt. Dann kann nichts bezahlt werden. Von Anfang an haben wir einen anderen Weg vorgeschlagen. Wir haben immer gesagt, wir müssen den Süden Europas aufbauen, nicht abbauen. Ich habe extra das historische Beispiel des Marshallplans genannt, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Aufbauhilfe, natürlich in ganz anderer Situation nach 1945, müssen Sie mich nicht aufklären, das weiß ich, aber dass die Idee aufzubauen statt abzubauen genau die richtige war. Und genau diese Idee hätten wir für den Süden entwickeln müssen. Also ich habe mich über diesen Sieg von Syriza sehr gefreut. Alexis Tsipras ist jetzt Ministerpräsident von Griechenland,
Auch das ist ein großer Erfolg. Alle, die vorher nicht mit ihm reden wollten, müssen jetzt doch mit ihm reden. Und ich finde es ehrlich gesagt schon spannend, wenn aus dem Land der Erfindung der Demokratie, wenn ich immer an das antike Griechenland denke, jetzt vielleicht auch die Erneuerung Europas kommt. Im Sinne von Aufbau. Ich will noch zwei Bemerkungen machen. Die eine Bemerkung, dass mir immer gesagt wird, die Europäische Zentralbank, die ja meines Erachtens jetzt einen großen Fehler begangen hat, indem sie über 1 Billion Euro druckt. Ich bitte Sie, das entwertet natürlich das Geld. Außerdem geht das wieder an die Banken. Wieder werden die Banken reicher. Ob dieses Geld dann wirklich zu den Staaten fließt, machen wir mal erstmal ein großes Fragezeichen. Das weiß noch keiner. Und ich habe ja immer gesagt, Sie hätten doch direkt den Staaten Geld geben können, natürlich geknüpft an bestimmte Bedingungen. Zum Beispiel, natürlich brauchen wir in Griechenland eine Erfassung der Grundstücke, die es dort gar nicht gab. Natürlich brauchen wir einen wirksamen Kampf gegen Korruption und wir brauchen vor allem Steuergerechtigkeit. Aber davon mal abgesehen, dann müssten noch die Bedingungen hinzukommen, dass es für Tourismus ist, für Schiffsindustrie, also wirklich für Aufbau des Landes. Da wird mir immer gesagt, ja, der Lissabon-Vertrag schließt das ja aus, dass die EZB dafür Geld geben darf, weil sie ja nicht wirtschaftlich tätig werden darf. Dann sage ich, erstens hätte man den Lissabon-Vertrag auch ändern können, aber zweitens, selbst wenn das zu kompliziert ist, dann gibt es ja das Geld eben der Entwicklungsbank. Und die Entwicklungsbank, die darf wirtschaftspolitisch tätig werden. Und dann hätte die Entwicklungsbank dieses Geld als Kredite Spanien, Portugal, Griechenland zur Verfügung gestellt. Und nicht vergessen, wir haften für 27% aller Schulden. Wir sparen die kaputt und nachher müssen unsere Steuerzahlerinnen und Steuerzahler von den nicht zurückzahlbaren Darlehen 27% bezahlen. Jetzt will ich noch was zur Koalition sagen. Das ist eine Partei, mit der koaliert wird. Das wäre so, als ob wir hier die Linke in Deutschland koalierten, sagen wir mal, mit einer Abspaltung von der CSU, die sich deshalb von der CSU abgespalten hat, weil sie besonders konservativ sind. Das ist schwer vorstellbar in Deutschland. Aber das Parteienbündnis Syriza ist in einer völlig anderen Situation. Die Verfassung schreibt nun mal vor, innerhalb von 3 Tagen musst du eine Koalition bilden. Alle anderen Fraktionen lehnen das Ende der Sparpolitik ab. Nur diese abgespaltene, von der konservativen Partei abgespaltene Partei lehnte dies nicht ab. Sie haben 3 große Übereinstimmungen. Beide Parteien. Einmal wollen sie eben die Sparpolitik beenden, die auch eine Katastrophe ist. Zum Zweiten wollen sie Steuergerechtigkeit herstellen, auch für die Vermögenden. Das wird übrigens höchste Zeit. Und zum Dritten wollen sie wirksam die Korruption bekämpfen. Allerdings haben sie gänzlich unterschiedliche Auffassungen, was die Behandlung von Flüchtlingen betrifft. Und nun ist das aber bei den Koalitionen dort etwas lockerer. Die haben nicht unsere Disziplin, die stimmen dann auch mal mit anderen zusammen in einer Frage und dann wieder nicht etc. Und ich verlasse mich da auf Alexis Tsipras und auf Syriza, dass da etwas Vernünftiges dabei herauskommen wird. Selbst wenn das aus deutscher Sicht schwer nachvollziehbar ist, Griechenland ist eben ein anderes Land und da gelten andere Regeln und da bin ich relativ sicher. Frau Siemens hat sich gemeldet hiervon. Mit der Wahl kann man sagen, dass die Austeritätspolitik Merkels gescheitert ist und hat auch Merkel jetzt an Ansehen verloren, an Einfluss. Wie bewerten Sie das? Also ich glaube, dass die Austeritätspolitik gescheitert ist. Und zwar ist sie deshalb gescheitert, weil es zur Verarmung des Landes geführt hat, zu extrem unsozialen Zuständen, die man doch eigentlich mit dem Ziel der europäischen Integration nicht verbinden wollte. Aber das ist dabei herausgekommen. Ich sage nochmal, ich meine nicht das Katasteramt und solche Dinge, die da in Ordnung gebracht werden mussten. Und damit ist natürlich das Ansehen von Frau Merkel in Europa, zumindest zurückgegangen. Denn, deshalb habe ich ja ein bisschen sarkastisch gesagt, dass sie auch eine der Ursachen für das Wahlergebnis von Syriza ist. Dass jetzt besteht natürlich die Befürchtung, dass die Wahlen in Spanien ähnlich ausgehen, was ich übrigens auch hoffe, und dass auch andere Wahlen möglicherweise so ausgehen. Das heißt, dass ein Linksruck stattfindet und das ist ja genau das, was nicht das Ziel von Frau Merkel war und auch nicht das Ziel der EU-Kommission etc. Und mit dem Ergebnis haben sie es jetzt zu tun. Insofern haben sie recht und deshalb sage ich Umkehr. Wir brauchen eine Umkehr in Europapolitik. Wir müssen im Süden eine Aufbaupolitik machen. Wir müssen die Idee der europäischen Integration unbedingt wieder positiv besetzen. Und bei all Ihrer Begeisterung ist es doch befremdlich, dass Sie nun ausgerechnet mit der Rechten koalieren. Sie wischen das so weg. Ich wische das gar nicht weg. Ich sage bloß, Griechenland ist nicht Deutschland. Bei uns wäre das nicht möglich, sage ich ganz klar. Aber
Ich habe zwei Informationen. Das eine sind die drei Übereinstimmungen. Sie wollen den Sparkurs beenden, Sie wollen die Vermögenden gerecht besteuern und Sie wollen, was ja nicht passiert, nicht? Sie dürfen wissen, es gibt 2000 Familien in Griechenland, denen gehört 80% des Vermögens. Die haben bisher noch nicht einen halben Euro bezahlt. Mehr? Das geht überhaupt nicht. Und dann wollen sie ernsthaft die ganze Korruption und Bestechung bekämpfen. Denn die beiden Parteien, die vorher regiert haben, die Konservativen und die Sozialdemokraten, die haben ja die ganze Bestechung dort erst organisiert. Und dann meinte unsere Regierung, die sei besonders wirksam in der Bekämpfung. Na, dann mache ich aber mehr Fragezeichen. So, ich sage ja, in der Flüchtlingspolitik, in anderen Dingen unterscheiden sich erheblich. Ich habe gehört, die nehmen das mit der Koalition nicht so wie wir, dass die immer alles zusammen abstimmen. Man kann da auch mal mit anderen Parteien abstimmen. Und ich traue einfach Syriza und Alexis Tsipras, dass sie das Ganze gelöst bekommen. Wenngleich es für uns etwas schwer vorstellbar ist.